Hallo und willkommen zu Sound Insight. Ich wurde gefragt, wozu man in Cubase eigentlich die Busspuren braucht. Das zeige ich anhand dieses Tracks an ein paar Beispielen. Ich habe in diesem Track ein paar Percussion-Instrumente und die hören wir uns mal an. Wir haben eine ganz kurze Kalimba. Dann noch die tiefe Marimba. Und die hohe. Dazu kommt noch eine höhere Marimba. Und wenn ich diese jetzt alle gleichzeitig zum Beispiel solo schalten möchte, kann ich die jetzt hier anwählen und solo schalten, das geht auch. Aber wenn ich jetzt alle gleichzeitig leiser und lauter machen möchte, dann geht das erstmal nicht. Da gibt es zwar die Funktion Quick Link, die kann ich hier drüber aktivieren. Oder auch über ein Key-Command, das ist dann Shift und Alt. Allerdings klappt das auch nicht so super, weil hier in diesem Kanal eine Read-Funktion ist und sich die Lautstärke von diesem Fader ändert. Also das würde auch nicht funktionieren. Ich könnte mit VCA-Fadern arbeiten, das erkläre ich jetzt nicht. Ich zeige jetzt den anderen Weg. Ich erzeuge jetzt eine Gruppenspur. Hier auf das Plus, Spur hinzufügen, Gruppe. Diese nenne ich jetzt Percussion. Füge diese außerhalb des Ordners hinzu, damit die hier direkt eingefügt wird. Schiebe die nach ganz oben. Einige machen das ganz unten, das ist Geschmackssache. Und jetzt habe ich hier meinen blauen Fader für die Gruppe. Das kann ich auch im Mixer sehen. Hier ist meine Percussion-Gruppe. So, da ist jetzt aber noch gar nichts drauf. Wir können sehen, dass hier noch gar kein Ausschlag ist, denn ich muss die Sachen zuerst routen. Das kann ich entweder im Mixer machen. Hier bei der Kalimba gehe ich auf Stereo Out und wähle jetzt statt Stereo Out Percussion. Hier auch. Wenn ich im Arrangement bin, dann habe ich das hier leider nicht, sondern ich muss einen kleinen Umweg gehen. Ich klicke hier auf E und kann es hier statt Stereo Out Percussion auswählen. Hier das gleiche. Und jetzt kann ich auf einen Schlag die Lautstärke leiser und lauter machen oder solo schalten und muten. Das habe ich zum Beispiel bei der Steel Drum gemacht. Da zeige ich noch eine andere Anwendung. Die Steel Drum 1 und 2, die gehen beide auf die Gruppe Steel. Das können wir hier sehen. Hier habe ich die Gruppe Steel ausgewählt. Und hier auch. Und hier ist die Gruppe Steel. Und hier können wir sehen, dass ich auch eine Lautstärkenautomation habe. Hier. Das heißt, die Gruppe wird auch irgendwann leiser. Zack, weg ist sie. Und wir hören auch hier Effekte drauf. Ich habe hier drei Effekte drauf. Ein Delay, das haben wir hier. Ein Stereo-Effekt und noch ein Hall. Ohne die Effekte klingt das Ganze so. Wenn ich jetzt diese Gruppe nicht hätte, dann müsste ich
diese drei Effekte hier auf jedem Kanal einzeln einfügen. Ich zeige das mal im Mixer. Ich müsste also diesen Effekt hier haben und hier und den Effekt und so weiter und so fort. Und wenn ich das hätte, dann würde das also das doppelt an Rechenleistung verbrauchen. Und dazu käme noch, dass ich Änderungen immer überall gleich machen müsste. Ich könnte zwar das Ganze auch verlinken mit dem Q-Link, dass alle Änderungen übernommen werden, aber auch das ist überhaupt nicht notwendig. Und so schicke ich die Steel Drums beide einfach hier drauf und kann hier alles mit den Effekten bearbeiten oder die Sends nutzen. Das manuell zu routen, wie ich das gerade hier gemacht habe, das kann natürlich etwas aufwendig sein, wie wir gesehen haben, und viel Zeit brauchen. Da gibt es aber einen schnelleren Weg. Ich habe hier die Drums. Bei den Drums muss ich ein bisschen aufpassen, denn ich habe diese beiden Tracks schon geroutet in die Gruppe Loop. Das ist diese Gruppe. Auch hier wird wieder mit Effekten gearbeitet. Ohne klingt das so. Und mit den Effekten. Ich möchte jetzt alle Tracks, die hier rot sind und meine Drums sind, auf die Gruppe Drums routen. Das sind die nämlich noch gar nicht. Wir können hier sehen, dass wir teilweise die Routings hier denn nicht sehen, aber die können wir in dem Instrument gleich sehen. Da, auch wieder auf dem Stereoausgang. Das soll aber alles auf die Gruppe Drums kommen, die wir gleich neu erzeugen. Ich nehme alle Instrumente, denen nicht, den brauchen wir nicht, alle Instrumente, außer hier diesen beiden Tracks, denen die sollen ja auf der Gruppe Loop bleiben. Aber alle anderen Instrumente suche ich mir raus. Könnte das Ganze auch im Mixer machen. Jetzt habe ich diese hier ausgewählt. Mausklick mit der rechten Maustaste. Und sage nicht Gruppenkanal hinzufügen, sondern Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen hinzufügen. Was passiert hier? Es wird die Gruppe Drums erzeugt. Und alle Kanäle, die ich jetzt ausgewählt habe, werden automatisch in diese Gruppe hinzugefügt. Und das kann ich jetzt noch machen, indem ich diesen Bus hier zusätzlich auswähle. Das mache ich nicht mit der Shift, sondern mit der Steuerungstaste. So, Rechtsklick, Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen hinzufügen. Das Ganze nicht Drums, oder ich schreibe es mal groß. Hier haben wir jetzt den Bus. Ich schiebe mir den mal nach ganz oben. Und wir hören mal rein. Das ist auch sehr schön, weil ich jetzt auf diesen Bus noch Effekte legen kann. Wir nehmen einfach mal einen Filter. Das Filter muss ich jetzt nicht umständlich auf alle Spuren legen. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, wenn man mit Stems arbeitet. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Außerdem kann ich auf diese Art und Weise sehr viel CPU-Leistung sparen. Ich arbeite mit diesem Fact, dass ich die Filter auf den Gruppen nutze, sehr viel in dem Track Love Arrow. Links oben könnt ihr den Track hören, links unten seht ihr ein Making-of. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde mich über Kommentare freuen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Anregungen oder Fragen. Bis zum nächsten Mal.